Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt, Shining Resonance Reframe. Ja, ich traue meinen Augen kaum. Seit vielen, vielen Jahren bringt Sega im europäischen Raum endlich mal wieder eins ihrer Spiele auf den Markt. Und es ist der jüngste Teil der Shining-Serie. Lustigerweise war damals Shining in the Darkness das erste JRPG, was ich gespielt habe. Also RPG ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, es war so ein Dungeon Crawler. Danach habe ich noch Shining Force 1 und 2 gespielt. Die waren so ein bisschen wie Final Fantasy Tactics oder Fire Emblem, so in der Richtung Strategie, Taktik angehaucht. Und dies hier ist jetzt so ein Action-Rollenspiel. Ich habe die japanische Version schon mal vorgeführt und jetzt kommt in 3,5 Wochen die deutsche Version raus, also beziehungsweise natürlich die englische Version. Und jetzt kann ich aber die Demo hier schon mal anspielen. Das heißt, wir werden jetzt die erste Let's Play-Folge mit dem Demo machen. Und ab da geht es dann in 3 Wochen mit der normalen Version weiter. Denn in dieser Demo-Version kann ich nicht neu laden. Ich kann zwar abspeichern, aber ich kann nicht wieder laden. Insofern wird das jetzt hier erstmal auf eine Folge beschränkt sein. So, wir spielen die Originalversion. Die Version, die jetzt rauskommt, ist halt die Refrain-Version. Wir können 2 verschiedene Varianten der Geschichte erleben. Übrigens, Geschichte ist das, von dem ich mir hier viel verspreche. Und ich verspreche mir viel von der Musik. So ähnlich wie bei Eternal Sonata scheint in diesem Spiel auch die Musik eine wichtige Rolle zu spielen. So, Schwierigkeitsgrad nehmen wir natürlich Standard. Und den Text eben habe ich extra schnell weggedrückt, weil ich mir nicht sicher bin, ob das Spoiler beinhaltet. Denn da stand kurz drin, was so der Grundzug dieser Story ist, die wir gerade erleben. Aber erstmal machen wir jetzt hier eine kleine Gefangenenbefreiung. Irgendwie so ein alter Wachturm. Und wir versuchen jetzt eine wichtige Person zu befreien. Sprachausgabe lässt sich auf Englisch oder Japanisch einstellen. Ich belasse es mal wegen der Stimmung auf Japanisch. Ich werde eh die englischen Texte auf Deutsch übersetzen. Für die Leute, die Probleme mit der englischen Sprache haben. Und denen dadurch immer so interessante Spiele vorenthalten werden. So, wir spielen einen Elf namens Sonja oder auch einen Dragoneer, also einen Dragoner. Achso, nein, der Elf, Entschuldigung. Genau, habe ich eben verwechselt. Der Elf ist draußen, hat die Wachen abgelenkt und Sonja konnte jetzt hier eindringen. So, der Zeichenstil der Figuren gefällt mir schon mal ganz gut. Das ist auch immer wichtig für mich, dass ich mich mit den Charakteren gut identifizieren kann. Gut, den Anfang. Ich werde jetzt nicht jeden Satz übersetzen. Sondern nur, was jetzt hier unsere Aufgabe ist. Also wir wollen einen Gefangenen befreien, der in einer Zelle sitzt. Am weitesten vom Labor entfernt. Und Sonja hat ein paar Soldaten dabei aus Astoria. Und wir sollen hier alle lebend wieder rauskommen. So, in der ersten Folge wird es jede Menge Tutorial geben. Es wird uns dann immer so Stück für Stück beigebracht, wie man mit dem Charakter zuschlägt und so weiter. Ja, wer das gedacht, mit R die Kamera bewegen, mit L laufen. Aber es gibt bestimmt auch den einen oder anderen Menschen, oder hinten ist eine Truhe, für die dieses Spiel das allererste Spiel ist, was sie dann überhaupt in der Art spielen. Mit irgendwas fängt man ja immer an. So, Heiltrank haben wir schon mal.
Ich teste gerade mal, ob ich mit R1 laufen kann oder mit Kreis oder mit R2. Sieht schlecht aus mit Rennen. So, das Ziel sollte direkt vor uns liegen. Haltet ein! Ja, ich hätte wissen müssen, dass es nicht so einfach werden würde. Naja. Wer bist du? Sag mir, was du hier willst. Würdest du mir etwa glauben, dass ich hier bin, um eine Prinzessin zu befreien? Ich glaube, das interessiert dich gar nicht. Jedenfalls möchte ich mich mal angemessen vorstellen. Mein Name ist Sonja Blanche. Eine Ritter, oder ich bleib mal bei dem männlichen Namen, ein Ritter von Astoria. Ja, Blanche, da da passt dann ja auch die weiße Kleidung prima. Von Astoria? Eindringlinge! Eindringlinge! Ja, das ist leider Pech für dich. Ich habe wenig Zeit. Also kann ich mich jetzt im Kampf nicht zurückhalten. Ja, wir haben zwei verschiedene Angriffsarten. Also momentan erstmal noch für den Anfang. Wir haben später auch noch Zauber und die Zauber hängen dann auch mit Musik zusammen. Also mit Kreis machen wir einen normalen Angriff und mit Dreieck machen wir so einen Break-Angriff, um halt die Verteidigung des Gegners zu durchbrechen. So, versuchen wir einfach mal. Ja, Sonja kämpft mit Schwert und Schild. Sie hat schnelle Angriffe und eine hohe Verteidigung. Ja. Das ist uninteressant. Wir können noch auf unseren Ausdauerbalken da unten achten. Das wird uns gerade nochmal erklärt. Wenn dieser orange Balken da weg ist, haben wir halt keine Aktionspunkte mehr und wir können auch nichts mehr machen. Der wird sich aber gleich wieder füllen. So, konnte ich targeten mit R3? Nein, kann ich nicht. Mit R1 auch nicht. Ach doch, ich habe jetzt getargetet, oder? Ich hoffe mal. Ja, diese Melodie hören wir dann immer am Kampfende. So, ich bewege mich mal besser weg von hier, bevor noch Verstärkungen kommen. Aber nicht in diese Richtung. Ich weiß gar nicht, ob ich mit denen kämpfen muss. Ich gehe einfach mal vorbei. Die Erfahrungspunkte hat man dann schnell wieder aufgeholt, denke ich mal. Ich weiß übrigens nicht, ob das so ein bisschen grindig wird, das Spiel. Das wird man dann sehen. Überflüssige Kämpfe werde ich eh rausschneiden aus dem Let's Play, aber alle neuen Gegner bleiben drin und was man so standardmäßig auf dem Weg killt, bleibt drin. Wir werden später auch noch mehr Leute in die Party kriegen und da wird es dann noch ein bisschen lebhafter sein, der Kampf. So, wenn unsere Information stimmt, dann sollte er hier sein. Tja, da ist der angekettete Gefangene. Eine ganz besondere Person. Eine Person, die Stimmen hört. Wie grausam! Ich werde dir helfen.
Übrigens nicht wundern, wenn meine deutsche Übersetzung nicht exakt der englischen entspricht. Teilweise ist es so, dass ich mir deutsche Worte aussuche, die besser zu der Situation passen, als wenn es jetzt einmal vom Japanischen nach Englisch und von Englisch nach Deutsch wörtlich übersetzt wird. Da klingt es dann manchmal ein bisschen doof. Und ein paar Mal wird es auch vorkommen, dass ich das eine oder andere englische Wort nicht kenne. Aber der Sinn bleibt erhalten. Yuma. Bist du Yuma Ilvan? So, doch. Ja, das bin ich. Ich bin Astoria-Kishi, Sonia. Ich bin Sonja, ein Ritter aus Astoria. Ich bin hier, um dich rauszuholen. Folg mir. Komm, wir müssen hier raus, bevor die Wachen kommen, nicht die Waffen. Ja, entkommen? Aber wohin soll ich denn entkommen? Ich hab doch keinen Ort, wo ich hin kann. Anata wa koko ni itai no? Da willst du etwa hier bleiben? Sonna wake nai janai ka. Dakedo. Ja, natürlich nicht. Aber ja, an diesem ersten Dialog hat man schon einen direkten Blick, was das für ein Charakter ist. Der wird sich sehr, sehr viel Gedanken machen, gehe ich mal von aus. Also für mich das ist ein Blindspiel. Ich habe die japanische Version mal so ein, zwei Stunden gespielt, aber verstehe ich natürlich die Texte nicht. Also er wird noch sehr viel ins Grübeln kommen, denke ich mal. Für unnützen Kram. Dattara, isho ni ikimashou. Koko o detara anata wa jiyū yo. Ja, dann folg mir gefälligst. Wir müssen hier raus und dich befreien. Dann kannst du überall hin, wo du willst. Komm schon, gehen wir. Na gut. Ich glaube, er braucht auch eine starke Frau, die ihm den Weg weist. Da ist sie! Das ist der Ritter aus Astoria! Das sind ja mehr von denen, als ich dachte. So viel dazu, sich hier rauszuschleichen. Also müssen wir den Plan ändern. Oh, ihr kommt genau zur richtigen Zeit. Wir müssen mit Plan B fortfahren für die Flucht. Hier lang. Nein, wir werden hier die Stellung halten. Und du bringst dich in Sicherheit. Nein, unter diesen Umständen würdet ihr ja... Uns wird schon nichts passieren. Wir haben immerhin auch dein Training überlebt. Und eine Handvoll Kaiserliche werden uns hier schon nicht aus dem Weg räumen. Okay, also mal wieder wahrscheinlich ein kleines Land, was gegen ein großes vorgeht. Die Kaiserlichen klingt jedenfalls nach einem großen Reich. Okay, ihr alle, dann macht mich stolz. Oh no. Yuma, du hast nichts zu sagen. Macht euch keine Sorgen, es wird schon gut gehen. Oder nein, macht dir keine Sorgen, es wird schon gut gehen. Folgt mir einfach. Wir werden einfach von oben fliehen. Okay, also immer den Ausrufezeichen nach. So, jetzt haben wir noch
Fähigkeiten. Die nennen sich hier Force. Und die verbrauchen halt MP, also Magiepunkte. Also beziehungsweise bei Magiern ist es dann halt Magie und bei Kriegern sind es dann halt Techniken. Gemeinschaftsbegriff Force. Also ich kann ich ja prima Kräfte dann nennen. Jede Kraft hat ja, eine Ausführungszeit, eine Casting Time. Wir drücken dann halt L1 und den entsprechenden Knopf, um es auszulösen. Diese Kräfte verbrauchen keine Ausdauer, also keine Aktionspunkte. Und deshalb können wir die prima einsetzen, nachdem wir die AP bereits verbraucht haben. Ja, da gibt es halt Heilmagie, Offensivkräfte und wie auch immer. Sonja selbst hat halt nur zwei Angriffskräfte. Wollen wir mal gucken, was wir da haben. Okay. Jetzt probieren wir das andere auch nochmal. Ich mache trotzdem mal eben ein bisschen so Angriff. Okay, also scheint wohl nur der Quadrat-Move auch wirklich ein Angriffsmove zu sein. Der andere war mehr so ein Niederschlag. Okay, weiter so. Wir sind beinahe da. Geht es hier denn wirklich raus? Da, die Eindringlinge. Hinterher. Mist, sie holen auf. Beeilen wir uns. Ja. Achso, bin ich hier falsch? Nein. Muss ich jetzt hier lang? Safe Point. Ich glaube, ich bin hier richtig. Wie gesagt, safen kann ich gerne. Ich werde auch am Ende dieser Folge dann abspeichern. Und hoffe halt mal, dass ich diesen Speicherstand dann ins normale Spiel übernehmen kann. Ansonsten spiele ich das eben nochmal durch. Ich will nur ein bisschen was von dem Spiel schon mal zeigen jetzt in der ersten Folge. Release Date ist übrigens der 10.7. Und ich gehe mal davon aus, am 11. oder 12. Bringe ich dann halt die zweite Folge hier. Ist ja mitten in der Woche, ist immer ein bisschen schwierig dann mit der Aufnahme. Tja, Vollmond. Da kann man uns dann gut sehen auf der Flucht. Allerdings können wir natürlich dann auch gut sehen. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Was? Das ist unsere Fluchtroute? Ja, siehst du da hinten die halb eingestürzte Mauer? Wir können da runterklettern und hier rauskommen. Sie sind oben angekommen. Lass sie nicht entkommen. Aber die Wachen sind doch jeden Augenblick hier. Und die werden uns dann gefangen nehmen, während wir noch klettern. Ja, das würden sie wohl, wenn wir beiden hier alleine wären, wenn wir kein Backup hätten. So, komm schon, Dragona, beeil dich. Das ist hier dein Stichwort. Ja, jetzt geht es halt um den Elfen, der vorhin erwähnt wurde, den Dragona. Sieht irgendwie ungemütlich aus, der Wachturm. Hat auch schon so eine böse Aura. So, das ist halt besagter Elf, Kirika.
Es ist soweit. Sonja muss jetzt in Position sein. Dann ist es jetzt an mir zu kämpfen. Eine angemessene Ablenkung sollte reichen, um ihre Flucht zu gewährleisten. Okay, Gelritz Gefängnis. Ich will mich hier doch noch mal eben kurz umgucken. So, und ich glaube, sie kämpft eher ein bisschen mit Pfeil und Bogen. Also ich kann man da schon Waffen sehen. Halt, identifiziere dich. Ich bin ein Dragoner von Velland. Vielleicht verstehst du, was das bedeutet. Velland? Dann gehört sie zu denen, die die siebte Legion vernichtet haben. Ganz alleine. Kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so dran erinnern. Aber klingt nach etwas, zu was ich fähig wäre. Und was will ein Dragoner von uns? Ich möchte nur, dass du mich vorbeilässt. Jetzt mach dich nicht lächerlich. Denkst du, wir lassen dich hier einfach so rein? Wenn du den Weg der Gewalt wählst, dann muss ich entsprechend reagieren. Aber dein Tod wird nicht unbetrauert bleiben. Durch mein Requiem wird deine Seele Frieden finden. Ah ja, genau, so eine Bogenharfe. Das fand ich damals schon ganz cool. Und da ist wieder der Name Towa, der mich auch verfolgt in all meinen Let's Plays. Also Trails of Cold Steel 1 und 2 und Tokyo Xanadu gibt es ja auch Towa. Aber das hier ist eine andere. Mein Name ist Kirika Towa Alma. Diva Magica und Erbin der Runenlieder der Natur. Also so eine Art Naturmagierin, also Naturbardin, könnte man fast sagen. So, gucken wir mal, wie Kirika kämpft. Ah, wir kämpfen mit Koto no Kagura, was auch immer das ist. Sie ist, ja gut, im Range Combat, klar. Und kann die Party von hinten unterstützen. Okay, ihr Break Attack, das war ja das, was wir mit Dreieck machen. Hat halt zielsuchende Pfeile. Heilmagie. Sie lassen sich ja gut Zeit. Können wir auch mit R1, beziehungsweise mit L1. Ich will mir den Skill mal eben angucken, was sie jetzt hier machen kann. Okay, wie gesagt, dieser Kampf ist ein reines Tutorial. Die Gegner sind jetzt nicht direkt eine Bedrohung. Sonia war まだでしょうか?
Immer noch nicht zu hören von Sonja. Das ist keine normale Verzögerung. Hat sie den Plan aufgegeben, aus dem vorderen Tor zu entkommen? Vielleicht wählt sie Plan B. Jetzt das Tor zu stürmen, wird mir nichts bringen. Ich muss eine andere Route finden zu unserem Treffpunkt. Ja, das ist die besagte Stimme, die Yuma hört. Ja, die Stimme meint, dass Yuma in einer bedrohlichen Lage ist und Yuma sagte, ja, dass er wahrscheinlich wieder gefangen wird. Warum ziehst du dann nicht einfach dein Schwert? Du bist doch mehr als in der Lage, dich selbst zu verteidigen. Nein, das kann ich auf keinen Fall tun. Vorher gehe ich lieber zurück in meine Zelle. Aber möchtest du denn nicht entkommen? Ja, ich möchte schon. Aber wenn das bedeutet, dass ich dafür diese Kraft einsetzen muss, dann kann ich es nicht. Sie würden mich einsperren, aber sie würden mich nicht töten. Ich lasse sie einfach mit mir Experimente machen. Das ist einfach nur Schmerz und ich bin an Schmerz gewöhnt. Und daher kommt auch seine Leidensfähigkeit, dass er alles so ein bisschen negativ sieht, weil das halt nicht anders gewöhnt ist. Ja, wenn ich das einfach durchhalte, dann... Aber warum will er seine Kräfte nicht einsetzen? Hey, bist du in Ordnung? Was ist denn los? Für eine Sekunde glaubte ich, du wärst weggetreten. Nein, es ist gar nichts, aber die Wachen. Ja, ich weiß, aber wenn wir noch ein wenig durchhalten, dann wird mein Freund kommen, um uns zu unterstützen. Ich werde dich so lange beschützen, mach dir keine Sorgen. Alles klar, vielen Dank, Sonja. Okay, nicht Fräulein Sonja, du kannst mich einfach Sonja nennen, ja. Sonja, warte, irgendetwas daran fühlt sich so nostalgisch an.
Was war das? Yuma, pass auf, zurück! Yuma, bist du wirklich zufrieden? Willst du wirklich einfach nur daneben stehen, ohne ein Wort, und sie und ihr beim Kämpfen zusehen? Was willst du damit sagen? Du bist Ballast, ein reiner Zuschauer, ein nutzloser Spielstein auf dem Kriegsschauplatz. Und deshalb frage ich dich erneut, kannst du das so zulassen? Du bist weder jünger noch weniger fähig, als sie es ist. Und dennoch, wenn sie ihre Klinge erhebt, zögerst du und siehst nur zu. Schmerzt dich das nicht, Yuma? Ja doch, natürlich fühle ich mich deswegen schlecht. Aber was soll ich denn jetzt machen? Willst du mir sagen, dass ich auf deine Kraft zurückgreifen soll? Ich hab dir doch schon gesagt, das kann ich nicht tun. Ich rate dir nicht dazu, meine Kraft einzusetzen. Du hast die Klinge in dir selbst versiegelt und es ist höchste Zeit, dass du sie verwendest. Aber wenn ich dieses Schwert ziehe... Begehrst du denn nicht diese Kraft? Möchtest du nicht an ihrer Seite mitkämpfen? Nun denn, Drache. Ich mag es zwar nicht, aber du hast recht. Es ist Zeit für mich zu kämpfen. Also die Stimme gehört zu einem Drachen. Ich bin Yuma, Erbe der Drachenseele Wandelhorn. Resonanzraum für den Drachen. Ich lasse dich frei. Soll diese Klinge heulen mit dem Puls des Drachengeschlechts? Dies ist mein Körper und meine Seele. Das ist die Dracheninkarnation. Nun zeig ihnen die Macht von Wandelhorn, dem Drachenresonator. Das
この剣を抜くのは今回限りだよ。Ach, heißt das Schwert Wandelhorn? Das sieht ja so aus, als ob das auch schon einige Tage gesehen hat oder einige Jahrhunderte überdauert hat. Okay, nur dieses eine Mal. Das ist das letzte Mal, dass ich dieses Schwert ziehe. Na, das bezweifle ich mal. Yuma? Sonja. Bukumo. Tatakau yo. Sonja, ich kann auch kämpfen. Und dieses Schwert hat er in seiner Seele irgendwie versiegelt gehabt. Ja genau, das Schwert heißt Wandelhorn. Er macht damit viel Schaden und hat eine hohe Reichweite. Sein Break-Angriff ist ein Vorwärts-Ansturm. Kann damit einen Gegner niederschlagen. Sobald niedergeschlagen, hat der Gegner keine Verteidigung. Okay, das geht so. Jetzt gucken wir nochmal nach den Skills. Okay, den zweiten Skill. Ach, kann ich mir doch noch angucken. Okay, da hätte ich ein bisschen näher rangehen müssen. Puh. Yuma. Oder? Was ist das für ein Lied? Wer singt denn da? Tja, da ist diese Dame tatsächlich in der Lage, einen Drachen zu beschwören. Sie wirkt halt Magie mit Hilfe von Liedern. Achso, genau, das ist ja gar kein richtiger Drache. Ist das einer von den Drachenmaschinen des Kaiserreichs? Vielen Dank, Trishula. Kore ga Trishula. Masaka, anata wa? Wenn das Trishula ist, dann bist du aber... Teikoku no Ryukishihime. Koujo Hexera. Die kaiserliche Dragonerprinzessin, Exella. Ika ni mo. Das stimmt. So yo ne. Ja, natürlich. Dieser Drache ist einer der drei Speere der kaiserlichen Prinzessin. Also hat sie wohl so drei Waffen. Oder hat sie drei Drachen sogar? Es ergibt also Sinn, dass ihre oder dass die Herrin dieses Drachen nicht weit weg ist. Aber was machst du bitte in Alfheim? Um diejenigen zu erniedrigen, die sich gegen das Kaiserreich erheben, Ritter von Astoria. Nee, Yuma. Zettai ni watashi kara hanarecha dame yo. Soshite aizu shitara zenryoku de hashitte. Hey, Yuma. Bleib ganz dicht bei mir, egal was passiert. Und auf mein Signal, lauf so schnell du kannst.
Vertrau mir einfach, okay? Wakatta. Torishura yo. Ano mono tachi wa omae ni makaseru. Zonbun ni yaru ga ii. Trishula, ich überlasse sie denn mal dir. Er sieht schon ein bisschen debil aus, der Drache, muss man sagen. Ja, warte. Torishura. Warte, Trishula. Ore? Asoko ni iru no wa? Yokatta. Kite kureta. Endlich ist sie, gekommen. Dieses Lied. Ja, Excella und Kirika sind sich, glaube ich, ein bisschen ähnlich in ihrer Art, Magie auszuüben. Wirklich beeindruckend, einen Pfeil im Flug abzuwehren. Hey Kirika, du bist ein bisschen spät, meinst du nicht auch? Ein neuer Gegner, sprich deinen Namen. Velurantono Dragunar ni shite, Ryu to Kokoro o kayowaseru uta o uketsugu, Diva Magika. Kirika Toa Aruma. Ich bin Kirika Toa Alma, Dragoner von Velland, Diva Magica und Erbin der Runenlieder der alten Drachen. Also kommt die Magie von den alten Drachen immer. Kirika, maniatte yokatta wa. Mou dou naru koto ka to. Ich bin so froh, dass du endlich aufgetaucht bist. Ich dachte schon, wir wären erledigt. Deshou ne. Ja, und das wäre auch beinahe so gekommen, denn nur wenige können es mit einer Draco-Maschine aufnehmen. Selbst ohne, dass ein kaiserlicher Dragoner ihn kommandiert. Kirika scheint aber selbstbewusst zu sein, dass die das jetzt hinbekommen. Das finde ich ja schon mal ganz interessant. Sie heißt Kirika? Na, werden da wieder Erinnerungen wach, Yuma? Es passiert schon wieder. Stimmt irgendwas nicht? Nein, es geht mir gut. Oh, original no Utamiko-ka. Ach herrje, die echte Diva Magica in Fleisch und Blut. Eine interessante Entwicklung. Dann will ich mich mal mit eigenen Augen von deinen Fähigkeiten überzeugen. Trishula, fass. Kirika, yareru? Kommen wir damit klar, Kirika? Das kann ich nicht sagen, aber wir müssen es versuchen. Wir müssen den Shining Dragon retten. Egal, was es kostet. Also Yuma, der Shining Dragon. Oder Yuma ist nur in Verbindung mit dem Shining Dragon. Und deshalb müssen sie Yuma retten und damit den Shining Dragon. Und ich werde den Shining Dragon jetzt nicht glänzenden Drachen oder so übersetzen. Das Spiel heißt ja dann eben auch Shining Resonance. Breaking, ja, das wird wohl wichtig sein. Ganz viel Break Attacks einsetzen oder Force Attacks und dann kann sich der Gegner nicht mehr bewegen. Dieser Zustand, den nennt man Break. Da hat er dann weniger Verteidigung,
Und wir können mehr Schaden anrichten. Ja, das ist ja auch bei vielen Spielen so in der Art. Und wie nah an der Feind am Break-Zustand ist, können wir halt an unserem Target sehen. Von grün, gelb, orange, rot in der Richtung. Und jeder Feind hat auch so seine Phasen, wann er empfindlicher ist gegenüber Break-Angriffen. Und deshalb sollte man gerade dann möglichst Break- und Force-Angriffe nutzen. Dazu gehört auch, seine Elementarschwäche auszunutzen oder Break-Attacks in einer Chain-Combo einzusetzen. Okay, ja, Chain-Combo wird wahrscheinlich nicht so meine Sache sein. Und bei Trishula ist es so, dass sie verwundbar ist, während sie zaubert. Ja, ich laufe mal hier so zur Seite. Oje, oje. Das wird nicht so einfach, glaube ich. Break, super. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie habe ich es geschafft. Okay, es war ein Tutorial-Bosskampf, nicht meine Leistung. Original no Utamiko. Dorehodo no chikara o motte iru ka to omoeba. Donda kitai hazure da na. Irgendwie hatte ich geglaubt, dass die Kräfte der originalen Diva Magica ein wenig beeindruckender wären. Aber da lag ich wohl falsch. Naja, es wird wohl noch ausreichen, um dich niederzuringen. Wirklich, eine mutige Ansage. Wollen wir es ausprobieren? Was ist los? Ich kann mich gar nicht bewegen. Ach, stimmt etwas nicht? Du stehst ja so still und das auf einem Schlachtfeld. Es ist ja beinahe so wie eine Einladung für meine Lanze. Nun, was ist los? Ich warte auf euch. Ich kann mich auch nicht bewegen. Oh, seid ihr wirklich so hilflos? Wahrscheinlich seid ihr noch schwächer, als ich dachte. Schwach? Auf keinen Fall. Wir haben es ja schon mit deinem Drachen aufgenommen. Wie bitte? Ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass ihr Trishula besiegt habt, oder? Was ist daran jetzt so lustig? Ihr habt gerade mal den Hauch von Trishulas Macht erlebt. Erhebe dich, mein Drache,
Ich versorge dich mit neuer Kraft. Ach, eine Flötenlanze. Interessant. Wir hatten jetzt Hafenbogen und Flötenlanze. Dafür werdet ihr bezahlen, Menschen. Er erwacht wieder zum Leben. Diese Resonanz, ist da etwa, ist das etwa ihre Harmonik? Harmonik klingt ja so ein bisschen wie Harmonik, also wie Harmonie. Ich bin noch nicht ganz sicher, was das jetzt bedeutet. Ich werde es dann erstmal jetzt Harmonie nennen. Sono tori. Dragon to Harmonix wa tagai ni chikara o atae au. Kore koso ga Dragna no shinka de aro. Ja, jetzt erlebst du, wie sich Drache und Harmonie zu überlegener Kraft verschmelzen. Das ist die wahre Macht eines Dragoners. Dattara. もう一度倒すまでよ. Naja, dann hauen wir ihn halt wieder zu Klump. まだ士気はくじけておらぬか. しかし, お前たちは忘れているようだな. Nun, du bist zumindest hartnäckig, aber du vergisst da ein wesentliches Detail. Waga Sambon Yari wa Torishura dake de wa nai. Hoka no Nisou mo iru, toyukoto o na. Unter meinem Kommando befinden sich drei Speere und Trishula ist nur einer davon. Ja, da macht sie keine halben Sachen direkt mit voller Macht gegen uns. Yare. Kaum der Mühe wert. Schikashi. この少年を連れ去ろうとしていたようだが、何者なのだ? Und sie waren so bedacht darauf, diesen Jungen zu retten. Wer er wohl ist? Ko-Kojo-denka-Gobuchi-de. Eure Hoheit, geht es euch gut? Daijinai. Sore yori mo, kono 3 nin wo toraete oke. Ja, perfekt. Nehmt sie gefangen. Sie werden mich zurück in die Zelle bringen. Aber ich kann sie nicht aufhalten. Ich will sowieso nicht mehr entkommen. Ich werde einfach in meiner Zelle ausharren und ruhig bleiben. Ruhig, Vermutlich wirst du tatsächlich in deine Zelle zurückgebracht. Wahrscheinlich werden die Experimente fortgesetzt. Aber was passiert mit den Frauen? Was meinst du? Deine Beinahe-Retterinnen haben keinen Nutzen für das Kaiserreich. Es wäre sinnlos, mit ihnen Experimente durchzuführen.
お前を捕らえた後、ドラグマキナたちか兵士たちがあの二人を殺すだろう。Nachdem man dich weggeführt hat, egal ob durch die Soldaten oder durch die Draco-Maschina, diese beiden werden sterben. Nein, verdammt, ich muss doch etwas tun. Aber was kann ich denn tun? Was soll die Frage? Du weißt doch ganz genau, was du tun kannst. Die Macht des Drachen? Nein, wenn ich die benutze, dann... Lehne es ruhig ab. Die Wahl liegt ganz bei dir. Mir kann es völlig egal sein, ob zwei ungestüme Frauen ihr Ende finden. Und es klingt so, als ob es dir da ähnlich geht, Yuma. Nein, natürlich nicht. Ich kann sie nicht im Stich lassen. Dieser Jüngling ist ein Drache? Das kann doch nicht wahr sein. Er ist erwacht. Wie kann das sein? Was für eine Aura. Tja, zwei Seelen in einer Brust. Einmal Yuma, einmal der Drache. Trishula, Gebolg, Gungnir, lass den Drachen nicht entkommen. Hinterher. Wenn ihr es befehlt. Allerdings ist das mit großem Risiko verbunden. Das war der Shining Dragon, unser Nemesis. Er hat uns bekämpft in den Feuern von Ragnarök. Wenn wir ihm gegenübertreten, müssen wir uns auf das Schlimmste vorbereiten. Der Shining Dragon. Seine Macht ist legendär. Unsere Aufzeichnungen sagen, dass er der Größte in der Drachenwelt war. Also der Drachenchef sozusagen, oder der mächtigste Drache. Dann widerrufe ich meinen Befehl. Ich werde eure Leben
nicht in einem ungestümen Ansturm riskieren. Wir werden zuschlagen, wenn wir besser vorbereitet sind. Dennoch hätte ich nicht zu träumen gewagt, dass es in Alfheim schon so bald solche Entdeckungen gibt. Bleibt die Frage, ist das Ganze ein Omen unseres Glücks oder unseres Verderbens? Ja, speichern kann ich mal. Ich kann es nur nicht wieder laden. Ich hatte ja auch mal gespeichert, nach ungefähr... ja, bei diesem ersten Speicherpunkt hatte ich mal getestet zu speichern und versucht, das wieder zu laden. Es geht halt nicht. Ja, könnte ganz interessant werden mit diesen Musikinstrumenten. Ach, und da endet die Demo auch schon. Ich dachte, ich könnte mit euch jetzt nochmal in die Stadt gehen. Denn als nächstes kommen wir halt hier in eine Stadt, wo wir mit den Leuten sprechen können und so. Aber das machen wir dann halt, wie ihr seht, am 10.07.2018. Also sehr kurze Demo wirklich. Naja, war trotzdem schön. Also vor allen Dingen danke Sega, dass ihr mal wieder ein Shining-Spiel in den Westen gebracht habt. Das finde ich ganz großartig. Ich hoffe, es wird von Erfolg gekrönt. Ich hoffe, die Story ist gut. Davon hängt ja alles ab. Und dann sage ich mal, wir sehen uns in 3,5 Wochen. Tschüss.